Wo wandern wir heute eigentlich lang, Timo? Erzähl mal. An der Elster wandern wir lang, und zwar den Thüringen. Ja. Hallo. Den Thüringenweg. Wie heißt der jetzt? MDR Thüringenweg. MDR Thüringenweg, genau. Der ist super. Ja. Einmal frei, müsst ihr auch mal machen. Auch schon am ersten Aussichtspunkt hier angekommen, oben an einem Felsen. Wir sehen hier schön Berge am Hintergrund. Wie gesagt, mit der Drohne wird es heute leider nichts, da es zu windig ist. Aber wir versuchen die Landschaft so für euch einzufangen mit der Kamera, soweit das uns möglich ist. Jetzt erstmal raus aus dem Wald und sind hier im Tal. Ich hoffe, man kann mich eigentlich verstehen durch den ganzen Wind, aber ich denke, das sollte eigentlich funktionieren. Beste Grüße gehen auch nochmal vom Baseline Photography raus. Die haben versucht, auch hierher zu kommen, haben es aber leider nicht geschafft. Die sind gestern Nacht auf die Autobahn gefahren und sind 3 Abfahrten weitergekommen und alles voller Blaulicht. Vollsperrungen durch den ganzen Sturm. Ja, viele Grüße an dich. Schön, dass ihr es versucht habt. Aber beim nächsten Mal wird es sicherlich klappen. Guck mal, einen kleinen alten, verlassenen Bahnhof finden wir ja auch noch. Genau. Das erste Lost Place auf unserer Tour. Hühnerstall. Kommen alle rein da. Ja, die Brücke, auf der wir uns gerade befinden, die wurde 2013 beim Hochwasser hier komplett weggeschwemmt.
und 2016 neu gebaut. Natürlich stabiler als vorher. Ja, da vorne gehen wir gleich an den Wehr vorbei. Ja, schon gigantisch. Wie krass stark die Natur doch jedes Mal ist. Die letzten Tage hat es ein bisschen geregnet, deswegen ist hier alles ein bisschen schlammiger als sonst. Aber echt schöner Weg. Gefällt mir. Ja, viel fehlt hier auch nicht mehr, dann tritt das Wasser mal wieder über. Schon grenzwertig. Wandern wir heute eigentlich lang, Timo? Erzähl mal. An der Elster wandern wir lang. Und zwar den Thüringen. Ja. Hallo. Den Thüringenweg. Wie heißt der jetzt? MDR Thüringenweg. MDR Thüringenweg, genau. Der ist super. Ja. Einmal frei, müsst ihr auch mal machen. Gleich haben wir es geschafft und die erste Pause wird gemacht. Dann werden wir uns schön was zu essen kochen. Extra den Gaskocher mitgenommen und ein bisschen was zu essen, was Warmes im Bauch kriegen, dass man nicht auskühlt. Wasser werden wir jetzt auch mal kochen. Was gibt es heute? Heute gibt es Spaghetti Bolognese. Tatsächlich mal ausprobieren. Noch nicht probiert. Aber ich glaube 542 Kilokalorien sprechen für sich. Das sollte auf jeden Fall erstmal satt machen. Ja, Timo ist auch fleißig am Kochen. Mal gucken, was es bei ihm gibt. Das Wasser fängt schon an zu qualmen. Hab natürlich keinen Deckel mit. Dürfte bald soweit sein. Was gibt's Leckeres bei dir, Timo? Erasco und Dattel. Vegetarische Nudeln, dann einmal normale Nudeln mit Fleisch. Ja, und Dattel. Und du kochst jetzt mit einem Drangia, oder? Genau, das kann man so sagen. Schön mit Windschutz. Das ist ein anderes Modell, X-Boil ist das. Ja, X-Boil, ja, kenne ich auch. Ja, und diesbezüglich habe ich mich diesmal für einen Gaskocher entschieden. Und wen das interessiert, ich kann das mal gerne verlinken. Das ist der Optimus Croc Slide. Mega, mega leicht. Schnell zu verstauen, nimmt absolut überhaupt keinen Platz weg. Ja, und laut Herstellerangabe macht er 1 Liter Wasser innerhalb von 3 Minuten, bringt er es zum Kochen. Geht echt ratzefatze. Ja, reißen wir das Ganze mal auf und dann gucken wir mal. Ah, das wird wahrscheinlich irgendwas sein, dass es trocken bleibt. Kann man nicht gut essen. Das Ganze raus. Dann machen wir jetzt mal Wasser drauf. Dann denke ich mal umrühren und zusippen erstmal. Das Ganze haben wir jetzt hier einmal umgerührt und zugesippt und jetzt sollen wir 8 Minuten warten und dann sollte es fertig sein. Ich bin echt mal gespannt. So schaut das Ganze jetzt aus. Und das werden wir uns jetzt mal gönnen und dann geht es ja auch bald weiter. Frisch gegessen geht es jetzt auch gleich weiter. Ja, kann man
sich mal geben. Macht auf jeden Fall satt, hat viele Kalorien. So erstmal stoppen. Sicherlich frisch gekocht ist anders, aber das nimmt ja auch keinen Platz weg und wiegt nichts. So, ich bin jetzt gerade mal vorgelaufen und da hinten wird quasi gewartet. Ja, hier in der Sonne ist es schöner. Aber ich denke mal, die sammeln sich jetzt alle. Und dann müssen wir mal gucken, wann es weitergeht. Ist da, sind da Bäume umgekippt oder was? Ja. Oh je. Ah, schön dicht zugewachsen hier, Leute. Schaut euch das mal an. Jetzt geht's weiter. Dann schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Ich denke auch. So muss das sein. Einen netten Kollegen kennengelernt. Wie heißt es nochmal, wie ist dein Kanal? Proluxi. Proluxi, könnt ihr auch mal reinschauen bei YouTube. Ja, und du bist der Dronefly and Adventure. Werde ich unten auch mal im Kanal verlinken. Das ist schön, ich dich auch. Guck da mal nach. Dann passt alles. Und macht echt coole Outdoor-Sachen, Klettergeschichten, Abseilen. Und es geht auch unter Tage. Ach, die habt ihr gesehen vorhin. Genau. Wir sind von da oben gekommen und. Ja, jetzt muss ja auch mal ein bisschen geklettert werden. Jetzt ist schon einiges umgeweht hier. Und so schnell sind wieder fast 8 Kilometer rum. Wir stehen jetzt hier oben nochmal am Berg und an der letzten Aussichtsplattform. Und dann geht's wieder nach unten. Schaut mal. I know it's dumb, I still check my phone, cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Das war's auch mit der kleinen Wanderung hier auf dem MDR Thüringenweg. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wetter hat auch gepasst, Wind hat nachgelassen, die Sonne war da. Besser als Regen. War zwar ein bisschen matschig, aber echt super entspannt. Super entspannte Leute auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Abenteuer. Habt euch wohl, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.